Ja, wir haben ein Riesensicherheitsproblem mit dieser Impfung. Aber diejenigen, die das dann auch bekannt machen, werden dann vom Bundestag ausgelacht. Wie viele Skandale von Politikern sind schon rausgekommen, wo nichts passiert ist? Absolut nichts. Es stand eigentlich alle Wissenschaftler auch weltweit übereinstimmend sagen. Sie argumentieren diesen Satz, alle Wissenschaftler. Ja. Der ist schon in der Klimadebatte vollkommen. Ich habe nicht gesagt, alle Wissenschaftler, sondern Wissenschaftler. Also alle Wissenschaftler auch weltweit. Impfen war tatsächlich der Weg, um aus dem Lockdown rauszukommen, um aus den Ja, das habt ihr uns erzählt, dass das so war. Was wäre denn gewesen, wenn man den Lockdown einfach so aufgehoben hätte? Wissen wir das? Nein. Warum nicht? Weil wir es nicht gemacht haben. Du musstest dich impfen, sonst konntest du nicht das und das mehr tun. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Wir gucken jetzt mal, was der Bruder, der Hausarzt-Cousin gesagt hat. Interessiert mich, da gehen wir jetzt als erstes rein. Und zwar heißt das Video, stoppt die Corona-Impfung. Dr. Gunther Frank bei Viertel nach 8. Let's go. Viertel nach 8, denn, man. Wir seit den 60er Jahren, seit dem Kontergan-Skandal, zufriedenstellende Zulassung. Kontergan-Skandal. Für neue Medikamente entwickelt. Wir haben auch Sicherheitssysteme entwickelt, um da Nebenwirkungen rechtzeitig zu entdecken. Und diese Sicherheitssysteme für neue Arzneimittel sind seit der Corona-Krise quasi hinweggefegt worden. Ja, es werden Zulassungsstudien akzeptiert, die gefälscht sind, die meiner Meinung nach korrupt sind, die das glatte Gegenteil behaupten als das, was wirklich drinsteht. Darauf wird das Medikament zugelassen. Dann werden rechtlich voll krass, wie man einfach so Zulassungskriterien quasi aushebeln kann per Gesetz und dann ist die Nummer durch. Die Meldungen zu vergleichen, ignoriert. Die Daten sind eindeutig. Ja, wir haben ein Riesensicherheitsproblem mit dieser Impfung. Aber diejenigen, die das dann auch bekannt machen, werden dann vom Bundestag ausgelacht. Ich will mal so ganz klar sagen, da werden auch die Impfopfer von den Parlamentariern ausgelacht. Und was macht der Gesundheitsminister? Ne, er rennt in Davos rum als die Verkörperung der German Angst. Ja, als einziger trägt er dort eine Maske und dort wirres Zeug im Sinne von Jahrhundert der Pandemien. Und wir haben hier ein Arzneimittelproblem. Ja, und ich sitze jeden Tag Patienten gegenüber. Ich muss ihnen erklären. Davos ist doch diese WEF-Geschichte von Klausi, oder? Ehren, warum sie in Zukunft neuartigen Medikamenten nicht mehr vertrauen dürfen, weil sie freiwillig geworden sind für ja, profitgetriebene Interessen, die offensichtlich die Behörden durchseucht haben. Und eins müssen wir wissen, wenn wir sichere Arzneimittel wollen in Deutschland, besonders die Neuzulassungen, dann müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und sie müssen vor Gericht stehen. Das ist das, was ich mir auch so wünsche, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass Menschen gerade sterben wegen der Impfung und nicht wegen der Nichtimpfung, die müssen auch mal zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Leute, die die Gesetze einfach so aufgelockert haben und gesagt haben, ja, scheiß drauf, das ist jetzt wichtig, wir lockern die Gesetze, wir prüfen den Impfstoff jetzt nicht so lange, wie er eigentlich geprüft werden muss, damit er auf den Markt kommen kann, sondern wir hauen den jetzt einfach so raus. Diese Leute, genauso wie der Bruder sagt, müssten eigentlich mal zur Rechenschaft gezogen werden. Aber wie oft haben die in der Politik schon Unfug gemacht in ihrer Legislaturperiode und am Ende des Tages hat keiner davon irgendwie einen negativen Effekt gehabt oder so. Wie viele Skandale von Politikern sind schon rausgekommen, wo nichts passiert ist? Absolut nichts. Und unser eins als Bürger, wenn wir mal hier und da einen kleinen Fehler machen, werden wir sofort zur Rechenschaft gezogen, müssen bezahlen, kommen in den Knast, werden gecancelt, diese ganzen Sachen. Aber denen, die sind so sicher, denen passiert gar nichts. Und das erhoffe ich mir von dem nächsten Jahr, dass das passiert. Das war eine ganz schöne Ansprache. Ich will da einmal noch in die Tiefe gehen. Laut Impfregister lassen sich immer noch bis zu 23.000 Menschen täglich gegen Corona impfen. Mach das nicht, wenn ich das nur jedem empfehlen kann. Also meine Meinung, das ist meine persönliche Meinung an meinen Chat auf meiner Plattform. Lasst euch nicht impfen. Gerade wenn ihr jung und gesund seid, Sport macht, euch gut ernährt und keinen Grund dafür habt, euch impfen zu lassen. Tut es nicht. Welche Gefahr droht Ihnen und auf welche Quellen berufen Sie sich da? Ja, es ist einfach fürchterlich. Diese Menschen vertrauen halt einfach immer noch der Regierung, vertrauen auch den Wissenschaftsverbänden. Aber die Zahlen sind wirklich verrückt. Wir sehen die Anstiege von neuen Todesfällen. Da wird immer gesagt, ja, das kann man nicht beweisen, dass es ursächlich damit zusammenhängt. Darum geht's nicht. Es geht um Warnsignale. Das ist übrigens auch ein Phänomen der amerikanischen CDC. Da wurde gerade aufgedeckt, dass die CDC, das, was sie als nationales Sicherheitssystem macht, das ist vergleichbar mit der Zulassungsbehörde in Deutschland, dass die diese Zahlen einfach unterschlagen haben. Es ist ein Riesenskandal. Man lässt die Leute ins offene Messer rennen. Ich habe wirklich fast täglich Probleme. Ja, das sind ganz typische Beschwerden. Nach der Impfung geht es los mit Kribbeln, komischen Hautproblemen, manchmal
geht die Kraft weg. Das kann so weit gehen, dass die Leute im Rollstuhl sitzen, sie haben Herzrhythmusstörungen, sie haben Brustdruck. Digga, mein Beileid an alle, ich schwör's dir, das wünscht man sich für niemanden. Sie rennen in die Notaufnahmen, werden abgewimmelt, heißt Long-Covid, das ist nicht Long-Covid. Die Pathophysiologie des mRNA-Impfstoffs ist ganz klar. Das war von Anfang an klar, dass das ein Hochrisikomedikament ist. Und das sehen wir jetzt einfach. Und es wird einfach ignoriert und die Leute werden weiter ans Messer geliefert. Das ist ein Riesenskandal. Und der muss aufgearbeitet werden, weil ich will wieder sichere Medikamente haben. Ich will wieder in einer Medizin arbeiten, die Verantwortung trägt. Und so geht's gerade nicht weiter, ehrlich nicht. Stark, Junge, stark. Herr Ploss, Sie haben im Bundestag für die Gunther-Edin-Man-Pflicht gestimmt. Wenn Sie jetzt Herrn Dr. Frank sprechen hören. Ihr müsst mal überlegen, es stand im Raum, dass wir das als Pflicht einführen hier in Deutschland. Dass man sich impfen lassen muss. Ja? Das müsst ihr euch mal reinziehen. Wie viele Leute haben sich impfen lassen, weil sie sonst ihren Arbeitsplatz verloren hätten? Digga, das ist für mich so undenkbar. Und dass auch keiner dafür zur Rechenschaft gezogen wird, ist einfach traurig. Und daran merkst du, wie unser System funktioniert. Was soll man dazu noch sagen, Alter? Ich bin stutzig, wirklich. Das habe ich nicht, weil wir hatten ja die Debatte, aber es gab am Ende ja keine Abstimmung, beziehungsweise es gab. Da ist der Bruder am Rudern gerade. Bisschen am Stottern, der CDU-Politiker Christopher Ploss. Antrag, der durchgekommen ist. Ich war nicht dafür. Ich habe damals gesagt, wenn wir sicherstellen können, dass wir mit einer Impfpflicht dafür sorgen, dass es keine Lockdowns mehr gibt und die Kollateralschäden, die wir damals erlebt haben, verhindert werden, dann kann man in der Abwägung für eine Impfpflicht sein. Aber das ist natürlich auch eine Debatte, die jetzt heute gar nicht mehr aktuell ist. Würden Sie das jetzt anders auch sehen? Was ich aber schon für sehr wichtig finde, und da will ich auch wirklich klar widersprechen, weil das nach meinem... Dass überhaupt von Kollateralschäden geredet wird, egal in welche Richtung. Weißt du, wie ich meine? Und was ist mit den Leuten, die jetzt mit der Impfung betroffen sind, denen es nicht gut geht, die einfach alleine gelassen werden, um die sich nicht gekümmert wird, so teilweise, die keine Schadensersatz bekommen, nix? Sind das für dich auch Kollateralschäden einfach? Scheiß drauf oder was? Wie viele hunderttausend Leute haben Impfnebenwirkungen, haben wir doch letztens, bei dem letzten Talk hat es da doch gesagt. So ist auf jeden Fall keine kleine Zahl. Es stand eigentlich alle Wissenschaftler auch weltweit übereinstimmend sagen, dass natürlich das eine hohe... Genau, lassen Sie mich doch einmal kurz ausreden. Das ist doch genau alle Wissenschaftler. Wen meinen Sie? Das ist... Gunther, ich küsse dein Hausarztherz wieder. Mal einmal kurz ausreden. Wen es wird schwierig, Sie? Wenn Sie mich nach meinem Satz unterbrechen. Doch, wenn Sie Unsinn reden, dann darf ich... Er sagt alle Wissenschaftler der Welt. Jani. Ich habe ja den Satz noch nicht mal zu Ende. Welche Wissenschaftler meinen Sie? Sie können ja Antwort geben. Los, welche genau. Wissenschaftler sind die Pathologen, die Ornithologen, ja. Die Gynäkologen und die Philologen auch dabei? Also nehmen Sie alle Wissenschaftler. Also nehmen Sie mal Beispiel einen Virologen, den ich sehr schätze, den Henrik Streeck, der ja selber auch gesagt hat, so man muss immer auch alles im Blick haben. Man darf das nicht nur rein virologisch betrachten, sondern muss immer auch abwägen. Aber auch der sagt, natürlich ist es sinnvoll, sich impfen zu lassen. Genauso wie andere Virologen oder andere Wissenschaftler. Aber er hat auch massiv davor gewarnt, Kinder zu impfen und vielleicht einmal kurz, einmal nur den Gedanken zu Ende bringen. So, jetzt machen wir mal den Lackmustest. Schauen wir mal nach China. Die Chinesen haben das ja nicht besonders gut hinbekommen, dass die Bevölkerung durchgeimpft ist. So, und da sterben jeden Tag im Moment tausende Menschen oder sehr, sehr viele Menschen, weil die Menschen nicht geimpft sind. Oder ein ganz schlechtes... Weil die Menschen nicht geimpft sind, schwierige Aussage. Was genau in China läuft, wissen wir sowieso nicht bei den Präsidenten, den die da drüben haben. Informationen, die wir aus China bekommen, sind nicht so richtig verifizierbar. Der eine sagt so, die anderen, die da leben, sagen so... Keine Ahnung, was das für Gründe da drüben hat. Da läuft alles ganz anders als hier bei uns. Das ist so, weiß ich nicht, kein gutes Argument, finde ich. Impfstoff haben. Und in den Ländern, in denen die Impfquote sehr hoch ist, diese Länder sind auch besser durch die Pandemie gekommen. Sie repräsentieren hier einen katastrophalen Informationsstand. Das stimmt hinten und vorne nicht. Schauen Sie sich die Infektionssterblichkeit an. Wer sagt denn, dass Ihr Informationsstand stimmt? Also Sie... Oh, jetzt geht's rund hier, Langer. Jetzt geht's rund. Gibt's Beef oder was? Universum Boxing anrufen. Die sollen kämpfen, die Jungs. Ich kann Ihnen das ganz genau belegen. Also ich glaube, ich habe das Gender falsch assumed von der Dame natürlich. Diese Beschwerden haben, was ich nicht leugnen auf will. Der das kommt wahrscheinlich bei jedem Impfstoff vor, dass Menschen das vertragen oder auch nicht vertragen. Ja, ja. So wie es bei Medikamenten auch so ist. Wir haben
Wie lange haben wir den Impfstoff entwickelt? Das ist doch schon ein Totschlagargument. Wie viel Zeit haben wir da reingesteckt? Vergleichen wir das mit anderen Impfstoffen? Sehen wir da einen Unterschied, ja oder nein? Wir haben einen Versuch, am lebendigen Objekt erwischt. 90% der Bevölkerung gut vertragen. Diese Fälle gibt es doch 10, gar nicht. 10, jetzt passen Sie mal auf. Entschuldigen Sie, Sie spielen ein schlechtes Spiel mit Zahlen. Wenn von 100 Flügen 10 tödlich enden würden, würde die Fluggesellschaft sofort ein Flugverbot bekommen. 10% wäre schon wahnsinnig viel. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wie hoch der Anteil der Erkrankungen und der Todesfälle ist an der Gesamtzahl der Impfungen. Und kommen Sie mir nicht mit China, weil China hat eine Betrugspolitik betrieben vom ersten Tag an. Die haben nach einem Jahr eine WHO-Delegation an den Ort gelassen, wo das Virus entstanden sein könnte, nach einem Jahr. Gut, das ist nochmal eine andere Debatte. Nein, das ist keine andere Debatte. Aber Sie sehen doch... die Politiker sind auf China. Wer ist der andere Cousin hier, der links sitzt? Haben die seinen Namen eingeblendet gehabt? Sich doch, entschuldigen Sie. Aber Sie brauchen doch nur nach China reden. Zu schauen. Da brauche ich nur in die Bild-Zeitung zu gucken oder in die Welt oder in andere Zeitungen. Und da steht doch ganz klar drin. Oh. Und das andere das berichten, dass... Da brauche ich nur in die Bild-Zeitung gucken oder in die Welt und da steht ganz klar drin, was los ist. Ne? Das ist der aktuelle Wissensstand. Also was soll ich dir sagen? Was ich noch sagen wollte ist, solche Diskussionen hätte es halt auch von Anfang an geben müssen. Ich glaube, dass ich mich richtig erinnere, dass die Bild-Zeitung auch gut den Lockdown promotet hat und immer Angst gemacht hat und die Zahlen gezeigt hat und gesagt hat, wie schlimm alles ist und so. Und solche Diskussionen hätte es halt am Anfang schon geben müssen, bevor dieser Impfstoff an den Markt kommt, bevor so viele Leute sich impfen lassen, dass auch die Leute, die quasi alle gecancelt wurden, wie Wolfgang Wodak etc., die hätten auch in diesen Talkshows eingeladen werden müssen. Man hätte sich mit denen unterhalten müssen und man hätte auch ein Gremium machen müssen, wo Leute mit verschiedenen Meinungen sich zusammenfinden und eine vernünftige Lösung für die ganze Gesellschaft finden. So, weißt du, wie ich meine? Da steht ganz klar drin, dass die Chinesen im Moment riesige Probleme haben, weil die Bevölkerung zu wenig geimpft ist. Guardian Angel, ich küsse dein Herz. Sister, I love you. Sorry. Es gab zwei Länder mit einer unheimlich hohen Impfquote, Portugal und Israel. Und in beiden hat trotz der Impfquote das Virus gnadenlos zugeschlagen. Es gibt dazwischen keine verbindliche Korrelation. Nicht so stark wie in Ländern, die Impfquote gering ist. Und Rumänien und Bulgarien stehen gut da. Aber das Grundproblem ist doch, dass die Wissenschaft überhaupt keine Chance hatte. Diejenigen, die darauf gepocht haben, sind nicht gehört worden, ausgegrenzt worden. Wir haben eine Infektionssterblichkeit, die ja doch erst festgestellt, ja, die einer mittleren Grippe entspricht. Sogar für die, eigentlich ist die bedroht dieses Virus nur die Älteren. Ja, wenn man den Fokus auf die Altersheime gelegt hätte, ja, dann hätte man ja drüber reden können. Aber es war vollkommen irrsinnig, die unter 70-Jährigen zu impfen. Vollkommener Irrsinn. Sie haben da Todeszahlen, die sind gegen null bei den Jungen. So krass, wie viele Leute gesteinigt wurden dafür, unter anderem auch ich hänge da persönlich mit drin, die gesagt haben, lasst euch nicht impfen, hört nicht auf diese ganze Propaganda, lasst euch keine Angst machen, bleibt cool und so. Was die mit uns gemacht haben, wie die uns gefickt haben, wie die uns als verrückt dargestellt haben, Verschwörungstheoretiker, rechts, Nazi, du sollst sterben. Ich habe Nachrichten bekommen, wo drin steht, du sollst sterben und das täglich, weißt du, wie ich meine so? Irgendwelche jetzt gerade werde ich schon ein bisschen aggressiv. Bushido, der Ex-Rapper, kommt aus seiner Ecke da raus, macht 8 Stories, wo er gegen mich schießt und den Leuten verklickern will, was für ein schlechter Mensch ich bin, weil ich mich kritisch geäußert habe, so. Weil er denkt, dass er sich damit irgendwie reinwaschen kann, weißt du, was ich meine, so. Das ist das, was die ganzen Leute vergessen haben. Wie viel Schmerz, Leid, dies, das ausgelöst wurde bei den Menschen, die einfach nur versucht haben, den anderen Menschen zu helfen. So, da steckt keine böse Intention dahinter bei einem Wolfgang Wodak, bei einem Leon Lovelock, bei einem Kianosch. Da steckt keine negative Intention hinter bei einem Ketzer der Neuzeit, Leo. So, wir wollten den Menschen einfach nur helfen, zum Nachdenken anregen. Das war das Ziel so. Und wie viele Leute sind damit draufgesprungen so? Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das ist einfach krass. Und das wird man auch so schnell nicht vergessen. Daran merkst du einfach, okay, keiner hat die Eier gehabt, sich zu äußern. Nee, ich bin lieber auf der sicheren Seite. Wenn Medien und alle so sagen, dann ist halt so.
Okay, wir sagen einfach, die sind alle Nazis und Verschwörungstheoretiker, canceln die, machen nichts mehr mit denen, scheiß drauf. Menschen. Und die in diese Risikoinfo. Es sind sogar Kinder gestorben an Covid. 7 also Stück laut RKI, alle schwer vorerkrankt. Wollen Sie mich jetzt hier veräppeln? Also, was reden Sie für ein Unsinn? Aber offensichtlich sind Sie null informiert. Gucken Sie doch den Intensivmediziner. Fremd, oder? Dass Sie irgendwie allen unterstellen, Sie reden Unsinn, nur weil Sie anderer Meinung sind als Sie. Das Nein, ich weil ich mich auskenne, was Sie offensichtlich nicht tun. Das ist das Problem. Das heißt, dann sind die Intensivmedizinerverbände, das sind dann aus Ihrer Sicht auch alles Leute, die sich die empfehlen nämlich dringend die Impfung. Die empfehlen dringend die Impfung, weil die sagen, da verhindert man sehr viele schwere Fälle und man verhindert häufig auch Todesfälle. Deswegen empfehlen die Ärzteverbände die Impfung. Also die Intensivlobby. Da muss man noch mal getrennt drüber sprechen. Nun, die falschen Meldungen, die gemacht haben. Tatsache ist, und das hat Herr Spahn beauftragt, dass die Bundesregierung ab April 21, dass wir eine historische Unterbelegung auf den Intensivabteilungen hatten. Das ist Fakt. Das steht bei Ihnen auf dem Bundesgesundheitsminister, Entschuldigung, auf dem Ministerium, auf der Homepage, Spahn veranlasst. Da steht das drin. Sie hatten Unterbelegung. Seit die ganze Corona-Zeit haben wir Unterbelegung in den Krankenhäusern. Wo ist denn da bitte schön die Katastrophe? Also diese Info. Wo war die Pandemie? Wo sind die Leute einfach so umgekippt und gestorben, Mann? Bro, diese ganze Scheiße wird ans Licht kommen. Ich schwöre dir, und es wird immer mehr ans Licht kommen. Selbst wenn es erst in 5 Jahren ist. Irgendwann wird man zurückgucken und sagen, krass, damals haben die uns gefickt. Und dann werden sich hoffentlich Leute daran erinnern, wer versucht hat, der Menschheit zu helfen, dem Volk zu helfen, den Leuten zu helfen und zu sagen, lasst nicht dieses Spiel mit euch spielen. Gepusht von Anfang an. Und es ist wirklich ein Menschheitsverbrechen, was da gerade passiert. Und es muss gestoppt werden. Aber Ihre These ist, dass Sie sagen, also es sterben ganz viele, weil die geimpft sind? Also wollen Sie das ernsthaft hier erzählen? Ja, natürlich. Also wir müssen unterscheiden zwischen Lockdown. Wir müssen unterscheiden zwischen Lockdown und Impfung. Das muss noch genau ermittelt werden, woher die Übersterblichkeit kommt, die wir ja haben. Im letzten Dezember hatten wir 19% Übersterblichkeit im Vergleich zu den Vorjahren. Wir müssen rauskriegen, ob das ist krass. Lockdown war oder die Impfung. Aber die Warnsignale, dass die Impfung einen sehr großen Teil davon ausmacht, sind doch da. Wie kann man denn jetzt die Zulassung noch weiterlaufen lassen? Es ist ein komplettes Aussetzen. Welche Zahlen haben Sie denn? Entschuldigen Sie, also, das ist jetzt, was Sie jetzt betreiben, ist wirklich Zahlenfetischismus. Wenn wir uns eine halbe Stunde zurückziehen, kriegen Sie die Zahlen. Er stellt eine These auf und hat keinen einzigen Beweis. Sie haben doch die Übersterblichkeit, haben Sie doch. Frau Esken hat vor ein paar Wochen noch in einer Sendung des ZDF gesagt, wir haben ein Experiment gemacht mit 4 Milliarden Probanden und es gab gar keine Nebenwirkungen. Von der haben Sie, glaube ich, noch die Zahlen nicht verlangt. Aber das ist jetzt was anderes. Mit Zahlen kann man sehr Sie haben doch umgehen. Die Übersterblichkeit. Aber unabhängig von den Zahlen, also das kann ich im Prinzip gerne sagen, alle Ärzteverbände, Intensivmediziner, Virologen, Leute, die sich... Alle im Prinzip sagen das alle, ne, Bro? Die verteidigen halt den Shit, den sie selber mit durchgedrückt haben. Die Great Bergen Erklärung haben 900.000 Leute unterschrieben und 100.000 Professionals, also aus medizinischen Berufen. Ja, von Anfang an gewarnt. Sie wurden sogar bei Twitter gesperrt. Ja. Ja, also das ist ein unglaubliches... Kritik wurde sofort gelöscht. Das ist einfach Fakt. Da kannst du auch sagen, was du willst. Leute, die nur versucht haben, sich ansatzweise zu äußern und zu sagen, ich weiß nicht ganz genau, wurden zerrissen. Sofort am nächsten Tag in den Medien. Das kannst du auch nicht verleugnen. Das hat jeder mitbekommen, das hat jeder gesehen. Also, da brauchst du auch nicht hier jetzt einen auf Heuchler machen, so. An der Stelle. Es gibt genügend Leute, die ernsthaft und genau davor gewarnt haben und sie wurden diskriminiert. Der Herr Sönigsen ist gekündigt worden in Wien. Ja, also wenn Sie sagen, alle Wissenschaftler, dann haben Sie offensichtlich nur die, auf die gehört, die man Ihnen präsentiert. Aber was sagen Sie dann zu China im Moment? Da sind die Leute ja zum Großteil nicht. Immer so, der springt von da nach da, um irgendwas zu finden, woran er sich festhält. Geimpft oder ganz schwach geimpft. Wollen Sie jetzt von mir wissen, was in China los ist? Genau. Keine Ahnung. Glauben Sie irgendeiner Zahl, die aus China kommt? Na, Brustmahlzeit. Aber schauen Sie, brauchen Sie ja nur mal in die Zeitung zu schauen. Leon Lovelock, Elon Musk hat gezeigt, dass Tweets, die Maßnahmen kritisiert haben, mehr oder weniger geblacklistet wurden mit Beweis. Ja, genau das Gleiche auch mit den US-amerikanischen Wahlen, ne? Ist krass. Aber ich bitte, Sie Leak it out, man. Jetzt holen Sie Ihre Informationen aus der Zeitung. Okay, alles klar. Sie haben einfach einen 500.000 YouTube-Kanal gelöscht, KenFM. So. Ihre Informationen. Ich äußere mich nicht zu China, weil ich mich nicht auskenne. Ich Arzt.
Ja, und? Ich meine, vielleicht hat man in Ihrer Partei von dem Beruf noch nichts gehört, nicht wahr? Aber Frau Schubert, lassen Sie uns mal versuchen. Sind die beide von der CDU? Es ist wirklich unterirdisch und das wissen Sie. Unterirdisch ist ein Kompliment. Von Ihnen gesagt ist ein Kompliment. Sagen Sie bitte nochmal. Sie haben jahrelang neben einem Gauner wie Dieter Dehm nebenan gesessen und Sie hatten ihn nicht ausgemacht. Ich habe noch nie neben Dieter Dehm gesessen. Na gut, dann war es die nächste Reihe. Lassen Sie uns alle mal beim Thema bleiben. Frau Schubert, Sie haben gesagt, alle Impfstoffe, die zugelassen sind, Herr Broder, jetzt geht's richtig ab. Sind wirksam und okay. Das haben Sie gesagt am 23. April beim Parteitag 2021. Alle Impfstoffe sind zugelassen und okay. Sind wirksam und okay, hat die gesagt. Auch wenn uns klar geworden ist im Zuge dieser Sendung, dass Sie nicht der Meinung sind von Dr. Frank. Findet trotzdem bei Ihnen ein Umdenken statt in dem Sinne, dass Sie sagen, ich würde die Aussage so nicht mehr treffen und ich finde, wir müssen uns das genauer anschauen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mitgekriegt, was Sie zitiert haben. Was ein Zufall. Aber Herr Broder hat dazwischen gequasselt. Ich sag's noch einmal. Nein, jederzeit, Herr Broder. Alle Impfstoffe, die zugelassen sind, sind wirksam und okay. Würden Sie diesen Satz so sagen oder würden Sie eine, haben Sie eine da rattert der Schädel Sensibilität? Schon. Was sage ich jetzt, Digga? Wie komme ich da jetzt raus aus der Nummer? Also nach jetzt 3 Jahren Pandemie habe ich natürlich eine andere Sensibilität, auch nochmal um zu überprüfen, was waren richtige Maßnahmen, was. Ja, die ist von der Linken. Katina Schubert, die Jutzte. Und vielleicht überzogene Maßnahmen der ganzen Auseinandersetzung um den Lockdown, welche Maßnahmen, Schulschließungen, Kitaschließungen, was, glaube ich, wirklich viel gravierendere gesellschaftliche Folgen hatte als die Frage der Impfstoffe. Ich sage das noch mal. Insgesamt, das ganze Thema. Ich glaube sofort, dass es Menschen gibt, denen das Impfen überhaupt nicht bekommen ist und die Nebenwirkungen haben. So wie andere Menschen bei Medikamenten Nebenwirkungen haben, die vielleicht auch noch gar nicht bekannt waren und die trotzdem auftauchen können, weil da ist jeder Mensch anders. Aber das so zu generalisieren, wie es Herr Dr. Frank macht, da habe ich meine Zweifel. Und er hat mir noch keinen Beweis vorgelegt, dass das wirklich ein massenhaftes Phänomen ist. Deswegen bezweifle ich nicht einen einzigen Einzelfall. Und daraus eine Strategie zu machen, dass das Impfen an sich schädlich ist, das finde ich politisch. Nicht Impfen an sich, Corona-Impfen an sich. Falsch, weil das Impfen war tatsächlich der Weg, um aus dem Lockdown rauszukommen, um aus den fatalen. Ja, das habt ihr uns erzählt, dass das so war. Was wäre denn gewesen, wenn man den Lockdown einfach so aufgehoben hätte? Wissen wir das? Nein. Warum nicht? Weil wir es nicht gemacht haben. Schulschließungen und Kitaschließungen rauszukommen, um wieder ein gesellschaftliches Leben in dieser Situation der Pandemie zu organisieren. Das gilt auch übrigens für viele andere Krankheiten. Also viele Krankheiten in der Menschheitsgeschichte wurden nur besiegt und bekämpft mit Impfung. Der Lockdown war das dazu. Sehen Sie ja auch so. Sie sind ja nicht ein Impfgenereller. Ich werde täglich mit diesen Schicksalen konfrontiert, deswegen bin ich halt auch so emotional. Ich würde das eigentlich gar nicht als Impfung. Sie haben das in der Praxis. Ja, ich würde das gar nicht als Impfung bezeichnen, davon abgesehen. Aber der Punkt ist der, und das ist jetzt wirklich sehr wichtig, nicht ich muss beweisen, dass das stimmt, was ich sage, sondern die Zulassungsbehörden müssen beweisen, dass der Verdacht nicht stimmt. Und da gibt es einen gesetzlichen Auftrag. Das Paul-Ehrlich-Institut hat gesetzlich festgeschrieben im Infektionsschutzgesetz die Aufgabe, die Daten der Krankenkassen abzurufen und zu analysieren. Es verweigert diesen Auftrag seit 2 Jahren. Und die Leute, es gibt nur noch eine vorläufige Zulassung. Und geht das, die ist sogar voll jetzt. Ja? Aber sie geht damit das Risiko ein, ja, dass die Menschen diesen Risiken ausgesetzt werden. Und deswegen frage ich Sie auch als Parlamentarier, was machen Sie, damit das Paul-Ehrlich-Institut endlich seinem gesetzlichen Auftrag nachkommt? Ja, wo ist Ihre Initiative? Wollen Sie das alles der AfD überlassen? Ja, ich meine, wo sind Sie eigentlich? Ich sehe Sie nicht im Parlament. Sie machen jetzt hier irgendwie so einen Pappkameraden, auf den es gar nicht gibt. Also ich habe selber, ich will ja gerade darauf eingehen. Es wird ein bisschen schwierig, wenn Sie nach einem Wort sofort wieder unterbrechen. Dann kommen Sie nicht mit Pappkameraden. So können Sie aber in der Demokratie auch nicht diskutieren. Oh. Ah, jetzt kommt er mit der Demokratie. Ich bin schon der Meinung sind. Solidarität, Bro. Sie haben nur recht und Ihre Meinung gilt als einzige. Dann fangen Sie den Satz anders an wie mit Pappkameraden, okay? Sie sollten mir schon der Demokratie überlassen, wie ich meine Sätze anfange. Das lasse ich mir nicht von anderen vorschreiben. Sie haben zweimal zu viel Demokratie gesagt. Jetzt würde ich aber gerne was sagen. Also, natürlich müssen wir uns damit beschäftigen. Gibt es irgendwo Impfschäden? Gibt es irgendwo auch Fälle,
aus dem man Schlussfolgerungen ziehen muss. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir ernst nehmen, dass es immer noch auch viele in Deutschland gibt, die Sorgen. Das Ding ist bei Politikern so, man hört schon, wie die reden, dass die nicht das sagen, was die wirklich denken, sondern einfach das, um das zu verteidigen, was die in der Vergangenheit getan haben, solange sie noch am Start sind. Und wenn die dann raus sind aus dem Amt, dann sagen die vielleicht mal, was die wirklich denken. Das ist kein Mensch, der hier gerade spricht, so gefühlt. Weißt du, wie ich meine? Da geht es nur um Parteipolitik. Okay, ich muss gucken, dass ich CDU-Richtlinien einhalte. Okay, was haben wir in der Vergangenheit getan? Das muss ich jetzt irgendwie gut aussehen lassen, etc. Das ist halt nichts Menschliches mehr so richtig, diese Politikgeschichte, weißt du? Das ist auch, warum ich irgendwann aufgehört habe, mich mit Politik auseinanderzusetzen, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass da noch echte Menschen stehen, die wirklich das sagen, was sie denken und wirklich versuchen, den Menschen im Volk zu helfen. Das Gefühl habe ich einfach nicht mehr gehabt, so. Ab irgendeinem Zeitpunkt. Haben, die auch das Impfen ablehnen und die Ängste haben. So, und darauf muss man eingehen und auch mit den Instituten. Wir haben ja im Moment auch eine Diskussion, eher bezogen auf das Robert-Koch-Institut, ob das nicht mehr so stark auch an das Gesundheitsministerium angedockt sein soll, sondern eher auch eine eigenständige Behörde sein soll. Das finde ich ist ein Ansatz, den wir insgesamt gerade im Gesundheitsbereich vorantreiben sollten. Und das gilt dann natürlich auch für andere Institute. Also insofern bin ich auch sehr dafür und sage jetzt nicht, man soll diese Sorgen nicht ernst nehmen. Also nur was ich für falsch halte, ist, dass man sagt, man hat irgendwo vielleicht Fälle, bei denen auch das Impfen dann schädlich war. Umgekehrt haben wir aber ganz viele Fälle, bei denen das Impfen hilfreich war. Und daraus jetzt Schluss zu folgern, naja, Impfen ist grundsätzlich schädlich und hilft nicht, um das Coronavirus zu bekämpfen. Hat keiner gesagt, man hätte es vernünftig machen müssen. Man hätte vielleicht die Leute impfen müssen, die wirklich eine schwere Krankheit vielleicht hatten. Einer hat doch gesagt, unter 70 oder unter 50 zu impfen macht überhaupt gar keinen Sinn. Und wenigstens das, dass nicht so viele Jugendliche, heranwachsende Sportler und so sich impfen lassen müssen, damit sie im Verein weiterspielen können, damit sie ihre Schauspielkarriere weiterverfolgen können, damit sie in ihrem Job weitermachen können. Das war ja wie ein Zwang. Auch wenn es nicht so gesagt wurde, aber es war so. Du musstest dich impfen, sonst konntest du nicht das und das mehr tun. So, das wird auch so totgeschwiegen. Nee, das war nur eine Empfehlung und jeder hat ja dann am Ende machen können, was er will. Ja, okay, dann hätte ich meinen Job verloren, dann hätte ich da nicht mehr teilnehmen können, dann hätte ich dies nicht mehr machen dürfen. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Bei mir gab es auch keine Nebenwirkungen und ich bin bisher auch ganz gut durch die Pandemie gekommen. Und glaube auch, dass das Impfen da geholfen hat, so wie auch in eben vielen anderen Fällen. Also, Sie glauben es. Genau, am Ende weiß es genau, am Ende weiß es keiner. Der Skarhand 99 sagt, was auch krass ist, wenn du Impfschäden innerhalb der 2 Wochen nach der Impfung bekommst, dann wird das nicht registriert. Krass. Ich glaube, dass die Erde eine flache Scheibe ist. Was? Das ist doch unser Thema hier, meine Freunde. Genau, am Ende weiß es keiner. Aber der Punkt ist doch auch in vielen anderen Fällen. Also, glauben es. Genau, am Ende weiß es keiner. Aber der Punkt ist doch auch, dass die Erde eine flache Scheibe ist. Sollen wir uns dazu eine Dokumentation angucken? Oder einfach Giannus anrufen, Digga. Kappa. Aber es gibt doch insgesamt viele Analysen. Ich habe ja eben auch Ärzteverbände und so genannt, die sagen, mit dem Impfen kann man sehr, sehr viele Fälle verändern, die auf der Intensivstation landen oder die dann sterben. Und natürlich weiß man im Einzelfall nie genau, was wäre, wenn. Das ist statistischer Humbug, weil sie eben den Einzelfall nicht überprüfen können. Nee, aber es gibt ja insgesamt, aber deswegen werden doch klinische Studien gemacht und Studien mit vielen Probanden und daraus haben sie dann irgendwann eingesammelt. Wurden doch aber auch Probanden unterschlagen, die Impfschäden hatten, damit die Impfung so schnell wie möglich rauskommt. Das ist doch auch schon jetzt fest, oder? Hat man doch auch schon festgestellt. Janusz Kohl. Ist der Bruder nicht live? Einzelfällen, ihr redet auch von Einzelfällen, nicht den Beispielen. Dann sage ich Ihnen was anderes. Verfolgen Sie einmal die Geschichte der Einführung des Medikaments. Am Anfang sollte es die Infektion verhindern. Dann sollte es die Übertragung verhindern. Dann wurden weitere Kriterien angeführt, die alle nicht gestimmt haben. Es gab den R-Wert. Dann gab es die Parole Flatten the Curve. Wenn es nicht Flatten the Earth weiterging, fiel den Fachleuten, leider auch ihren Kollegen, immer etwas ein. Und die letzte Rückzugsposition, die wir jetzt haben, die auch statistisch und experimentell nicht nachweisbar ist, dass es schwere Verläufe verhindert. Das kann man überhaupt nicht feststellen. Weil die zwei haben echt gute Vibes, ne?
demjenigen, der im Chef... Sorry, da musste ich kurz anhalten. ...verlauf verhindert wurde, müsste man logischerweise das Ganze nochmal in Gang setzen, ohne die Impfung. Ich kenne Leute, die viermal geimpft wurden und schwer erkrankt sind. Sie haben vielleicht Glück gehabt, andere nicht. Genau, ja, dafür gibt es ja Ärzte und Wissenschaftler, Sie argumentieren mit diesem Satz, alle Wissenschaftler. Ja. Der ist schon in der Klimadebatte vollkommen. Ich habe nicht gesagt, alle Wissenschaftler, sondern Wissenschaftler. Also nein, du hast vorhin gesagt, alle Wissenschaftler. MRT-Geschichte hat das Problem der Überimmunisierung. Hat er gesagt? Ja, und das steht noch mal das steht im Lehrbuch drin. Aber der Punkt ist, sie wollen Zahlen haben. Ja? Man hat immer versucht, diese Zahlen zu verhindern. Zum Beispiel diese Impfsurf-Studie von Herrn Professor Mattes von der Charité. Es war die einzige, einigermaßen brauchbare prospektive Studie dazu. Der hat rausgekriegt, jeder 140. hat schwere Nebenwirkungen. Dann wurde er diskriminiert und von der Charité mundtot gestellt. Ich meine, rechnen Sie mal die Zahlen hoch. Da sind wir bei etwa 800.000 schweren Nebenwirkungen. Und ich glaube das auch. Und der Punkt ist einfach der, was Sie gerade gesagt haben. Sie ignorieren den Gesetzesverstoß des Paul-Ehrlich-Instituts. Sie ignorieren es. Die machen ihren Job nicht, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist. Und es wird vom Parlament einfach nicht thematisiert. Sie lachen, ich habe mir die Debatte angeschaut vom 16. Dezember, Sie lachen denjenigen ins Gesicht, die auf diesen Gesetzesbruch hinweisen. Und damit sage ich nochmal, lachen Sie meinen Impfopfern ins Gesicht. Und das ist nicht hinnehmbar. Ich habe gar nicht gelacht und ich habe auch keinem Impfopfer ins Gesicht gelacht. Ich habe genau die Abgeordneten mir angeschaut, wie sie Witze gerissen haben. Darüber, dass über die Zahlen vom Herrn Lausen, die nämlich sehr wohl valide sind, ja, sie haben einfach ihn als Datensalafist, Herr Sorge hat ihn, glaube ich, Datensalafist genannt. Das ist eine absolute Katastrophe. Die Pandemie ist noch immer nicht vorbei. Das hat der Kanzler jetzt gesagt. Echt? Auf ihrer Kanzler raut, man. Gibt es nicht Neuwahlen für den Cousin? Auf dem Weltwirtschaftsgipfel. Ach so. Weltwirtschaftsgipfel, Digga. Geil. Das ist aber beim nächsten Thema, meine lieben Freunde. Ich küsse, wie gesagt, dem Gunter Frank sein Hausarztherz. Wenigstens einer, der sich vernünftig einsetzt für die Leute, für die Menschen, wo man das Gefühl hat, okay, der versucht noch ein paar Dinge aufzudecken, gibt uns eine Stimme und guckt nicht einfach drüber hinweg und fordert, dass Leute zur Rechenschaft gezogen werden für den Shit. Finde ich gut. Feier ich, fühle ich. Hat mich ein bisschen geprägt. Die Bild ist Schmutz. Bild ist Schmutz. Kann man so oder so sehen. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, am Anfang von der Pandemie haben die, glaube ich, auch richtig in die Angstmacherei mit rein. Die, glaube ich, gehen auch einfach am Ende des Tages nur auf die Seite, die gerade am besten funktioniert. So. Aber wenigstens gibt es solche Diskussionen auf deren Kanal zwischen Leuten, die miteinander diskutieren über diese Thematik, weil sowas muss es geben, weißt du? Dafür kann man am Ende des Tages von der Bild halten, was man will, aber wenigstens lassen die halt solche Diskussionen aktuell zu. Das finde ich schon gut. Mein Hausarzt wurde zugemacht wegen seiner Anti-Haltung. Geht schnell. Ging damals schnell, dass Leute halt krass gecancelt wurden, an den Rand der Gesellschaft gedrückt wurden, als Verschwörungstheoretiker abgestempelt wurden. Das ist halt wirklich ganz, ganz schnell passiert. Und das, wenn sowas passiert, in Zukunft hoffe ich, dass ein paar Leute daraus gelernt haben, dass wenn sowas passiert, dass man dann die Alarmglocken anschmeißt und sagt, okay, hier stimmt irgendwas nicht, wenn das wirklich so knallhart und radikal durchgezogen wird mit diesen Menschen. Und die Bild ist das einzige Medium, das sich gleich mal für die Angstmache entschuldigt haben. Haben die sich entschuldigt, ja? Krass. In Österreich Servus TV auch ein bisschen. Servus TV, Servus. Ei, Servus. Na, wie ist es, meine lieben Freunde? Österreich. Bild hat sich etwas positiver gewandelt seit Corona. Lassen die auch andere Meinungen zu? Ja, ist gut.